Okay, Leute, es geht weiter. Roxas, ich bin gekommen, um dir meine Gefühle einzugestehen. Du hast so viel für mich getan. Das hat mir große Freude bereitet. Als ich aus der Wüste hierher kam, war ich völlig allein. Ich wollte mich nicht aufdrängen, aber ich suchte eine zuverlässige Stütze. Ich will dir meine Gefühle schenken. Willst du mein Freund sein? Erwidere ihr Gefühle. Danke, Roxas. Aber wie alt ist eigentlich Nanai? Es ist so warm. Dass es nicht das einzige Warme ist. Okay, die nächste Person, die uns verfallen ist. Super. Roxas, ich bin so glücklich, wenn ich Zeit mit dir verbringe. Seit ich dich getroffen habe, ist die Welt in meinem Inneren wieder in Bewegung. Das stimmt, das glaube ich wirklich. Ich will für immer mit dir zusammen sein. Und du? Ich auch. Oh. Okay. Das haben wir jetzt auch, aber wartet mal kurz. Okay, Leute, es geht weiter. Und ich habe die Mystikpunkte gesammelt und was aufgeschrieben für später in diesem Video. Ach, ich muss das wissen, was sie mag. Okay, sie ist die letzte, die ich noch umkriegen muss. Haarschmuck, Fliege, Brot, Bonbons, Puppen. Achso, Abneigung, Waffen, Stirnbänder, Fleisch. Okay, Haarschmuck, Fliege, Brot. Zeigen. Zubehör. Bei ihr sind ja wenige Sachen, deswegen ist es gut. So. Okay. Zeigen. Zubehör, Flügel. Okay. Zeigen. Objekte. Puppe. Super. Okay, die freut sich langsam. Super, super, super. Nein, Objekte. Brot macht sie ja. Okay, jetzt kommt bestimmt etwas. Ja. War das jetzt das Schlüsselwort dafür? Nein, noch nicht. Ich glaube, das war das Schlüsselwort bei ihr. Oder nicht? Ja, das war das Schlüsselwort, glaube ich. Okay, jetzt geht's zu unserem Zimmer wieder. Okay, komm schon. Jetzt zeigen wir es mal. Kommt sie jetzt uns? Okay. Was? Sie kommt noch nicht? Warum kommt sie noch nicht? Muss ich ihr noch was zeigen? Warte mal, was kann ich ihr noch zeigen? Was kann ich denn noch hier zeigen? Bonbons? Zeigen? Ah ja, sie macht ja keine Waffen. Zubehör. Kopf. Ich zeig ihr nochmal den Haarschmuck. Vielleicht mag sie das jetzt nochmal. Okay, ich zeig ihr nochmal die gleichen Geschenke. Zubehör, Rücken. Die soll eigentlich in mein Zimmer kommen und dann zeige ich ihr, was ich hier mache. Objekte, Brot. Ja, du kannst das alles haben. Zeigen. Objekte, Puppen. Okay, jetzt muss sie in mein Zimmer. Ah. Okay. Okay, nochmal. Okay, ich glaube, das war das. Wartet mal. Okay, es geht weiter. Warte, kommt noch etwas vielleicht? Nein, okay. Ich glaube, das waren die letzten Schlüsselworte. Jetzt muss sie zu mir kommen und mir die Füße küssen. Komm.
Komm schon, du willst es ja auch, Fana. Komm, du willst meine Füße küssen. Ausruhen. Ah, jetzt ist sie da. Fana? Ja, richtig. Super. Okay, wie viele Mystikpunkte habe ich? Okay. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, es geht weiter. Zubehör. Kopf. Ich muss noch die Fragen noch machen für euch. Verdammt, okay, das muss ich jetzt irgendwie schnell machen. Ja, du kannst es wirklich haben. Zeigen, Objekte, Brot. Ja, du kannst alles von mir haben. Zeigen, Objekte, Puppe. So. Okay, das war alles. Jetzt gehen wir bei unserem Zimmer und gucken wir mal, was sie dazu sagt. Okay, komm, schneller, 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 schneller. Ich muss das Video aber noch bald beenden. Ja, nicht bald beenden, die Fragen machen, meine ich. Mann, oh Mann, oh Mann. Kommt sie jetzt? Ah, sie kommt wirklich? Okay. Guten Abend, Roxas. Hihi, du siehst komisch aus. Was war das für eine Bemerkung? Es hat mich eine Menge Mut gekostet, zu dir zu kommen. Ich habe in letzter Zeit viel nachgedacht. Eigentlich wollte ich es dir nicht sagen, aber... Ja? Ich muss es loswerden. Ich liebe dich. Willst du mit mir zusammen sein? Erwidere die Gefühle. Ich bin so glücklich, Roxas. Die passen perfekt zusammen. Ich liebe dich. Super, er hat's auch gesagt. Okay, diesmal... was sage ich diesmal? Jetzt haben wir alles gemacht in diesem Video. Roxas? Du hast wie ein Baby geschlafen. Du sahst dabei so glücklich aus. Dankeschön. Oh, es geht weiter. Vor langer, langer Zeit haben wir uns hier ein Versprechen gegeben. Wir haben uns versprochen, dass wir eines Tages zurückkehren würden, um uns hier die ewige Liebe zu schwören. Ich denke, die Zeit ist nun gekommen. Super. Okay, das war's. Das war's für den Liebesgeständnissen. Jetzt kommt es zu der eigentlichen Sache, was ich euch machen wollte. Also zu den Schöpfungsfragen. Das beeinflusst die neue Welt, die wir neu erschaffen werden. Also, ich lese sie mal vor und dann sage ich die ganzen Sachen, die ihr einfügen könnt. Also, eine Folge zu der neuen Welt. Der weite Himmel über dir. Wie soll er in deiner Welt sein? Also, Auswahl sind Feuer, Eis, Blitz, Wald, Käfer, Ruhm, Wohlhabend, Eisen, Kupfer, Gold, Silber, Hoffnung, Licht, Schatten, Stein, Hund, Katze, Schlange, Vogel, Weisheit, Freiheit, Fisch, Recht. Ich glaube, das schreibe ich noch unter der Beschreibung runter, dass ihr das noch nachgucken könnt. Zu der nächsten Frage, die muss ich nicht mal so richtig vorlesen mit den anderen Beispielen. Also, die Städte, in denen die Menschen leben, wie soll sie in deiner Welt sein? Okay. Die sie mit Leben führen, wie sollen sie in deiner Welt sein? Okay. Eine Frage zu einer neuen Welt. Der Rhythmus, der alles füllt. Der Rhythmus, der alles füllt, wie soll er in deiner Welt sein? Käfer, nein. Die Erhabenheit in den Augen, wie soll sie in deiner Welt sein? Okay. Das von den Lebenden Gefertigte, wie soll es in deiner Welt sein? Okay. Wie soll... umhüllte, wirbelnde, fliegende Dinge, wie sollen sie in deiner Welt sein? All die Klänge des Lebens, wie sollen sie in deiner Welt sein? Das Land, das Leben hervorbringt und nährt, wie soll sie in deiner Welt sein? Alle Mysterien und unbekannte Geheimnisse, wie sollen sie in deiner Welt sein? Und das ist das Tor.
Hier kannst du den. Geh zuerst in den Sonnenhügel. Ach so. Also, ich zeige euch mal, wie die neue Welt jetzt aussieht. Ohne, dass ich alles gemacht habe. Also, das ist Part 99. Und Part 100 wird der entscheidende Part und der letzte Part von diesem Spiel sein. Das wird. In diesem Part geht es. Warte. Part 100 geht es um die neue Welt, die ihr erschaffen habt. Die Welt wird eure Erwartungen entsprechen. Und ja, ihr könnt entscheiden, wie das alles aussehen wird. Okay, es geht weiter. Und neue Welt. Schöpfungstür. Und hier ist das. Okay, so sieht die neue Welt aus momentan. Käfer und so alles. Und Fauna. Okay, so sieht die neue Welt momentan aus. Okay. Okay, da können wir noch nicht rein. Was ist das denn eigentlich? Nett, dich kennenzulernen. Okay. Käfer. Wenn du ein großes, zweibeiniges Monster siehst, lauf weg. Sie sind grausame Bestien, die sie sofort angreifen. Also, das ist unsere neue Welt. Wie kann ich jetzt wieder raus? Okay. Ja. Okay, wartet mal. Okay, eigentlich habe ich den Ausgang gefunden. Boah. Zurück zur Ausgangswelt? Ja. Also, Leute, eure Aufgabe. Beantwortet bitte die Fragen und ihr erschafft eure eigene Welt. Also, das ist das Ende dieses Partes und wir sehen uns das nächste Mal bei Part 100, den letzten Part. Tschüss.